Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hier zu einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Ich bin's André. Und ja, wir haben immer noch das Thema mit unserem blöden Beruf. Irgendwie ist mein gebürstetes Leder verschwunden. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Habe ich auf den Knopf zu viel gedrückt? Auf jeden Fall werden wir dann zwischendurch nochmal ein Tierchen töten, damit wir. Nochmal, wir brauchen zwei leichte Fälle. Genau, aber davon lassen wir uns jetzt erstmal gar nicht beirren. Unsere Aufgabe ist jetzt, zu Theo Grün zu gehen, eine Nachricht zu überbringen. So, da haben wir zum Beispiel, was ich im letzten Video gemeint habe, hier die. Also, da ich das jetzt aktiviert habe, Holz aufspüren, ja, sieht man auch auf dem. Könnt ihr jetzt nicht ganz genau sehen, aber unter meinem Pfeil ist jetzt so ein. Handwerkssymbol, weiß ich. Ach ja, hier gibt es ein Stück Holz für mich. Und deswegen ist es auch immer ganz wichtig, so wie in jedem Rollenspiel, nehmt alles mit, was ihr könnt. Nur so spielt ihr euren Beruf. Okay? Ihr Förster, 14 von 200 Punkten, Beispiel. Hier drüben ist der Schürfer. Sehr wichtig, aber das Schürfwerkzeug, da muss ich das wieder anlegen oder so. Haben wir jetzt 8 von 200 Punkte kriegen wir dafür? Gar keinen. Nee, kriegen wir nicht. Stimmt, wir kriegen nicht fürs Abbauen, sondern wir kriegen es dann, wie du siehst, habe ich jetzt hier einmal einen Baden Kupfer. Dafür kriege ich dann die Dinge. Genau. Es gibt zum Beispiel, ja, das ist hier so Free-to-Play gemacht. Wenn ihr du zum Beispiel VIP bist, da bin ich mir sicher, ich glaube, da ist es, glaube ich, ein schnelleres Aufleveln für den Beruf, glaube ich, mit drinne. Ansonsten hast du immer hier diese goldenen Buttons, die hier überall sind. Ja, und wenn du zum Beispiel auch faul bist und viel Geld in der Tasche hast, aber auf dem Konto, dann kannst du dir zum Beispiel auch die Rezepte kaufen. Kommst du direkt in den Herr der Ringe Online-Shop. Und ja, Rezept für Lehrlinge der Schneiderkunst. Für 50 Taler kannst du dir das Buch holen. Also kannst du jetzt halten, wie du willst. Sage ich ganz ehrlich. Es ist bei vielen Spielen ja so, dass du einfach, man weiß nicht, man geht ins Store, kauft sich einen Skin oder dass er tanzt, hüpft und springt, gibt dafür Geld aus und ist damit glücklich. Und wenn du natürlich Herr der Ringe-Fan bist, dann ist es für dich kein Problem zu sagen, ey, ich gebe heute mal wieder für diesen Monat einen Zehner aus, krieg dann dafür, keine Ahnung, 1, 2000 Herr der Ringe Coins oder so und ja, geh mir dann halt einfach ein neues Rezept kaufen, weil ich es einfach auf der Welt nicht gefunden habe. Das will ich eigentlich nur. So, wir gucken jetzt mal, ob wir hier aus dem Hirsch leichte Felle kriegen. Ich kann ihn nicht angreifen. Warum nicht? Das hier. So, ich kann dem keinen Schaden hinzufügen. Okay, dann nehmen wir den Bär. So. Okay, es hat nicht funktioniert. Der Bär hat auf jeden Fall mir kein Fell gegeben. Aber ich glaube, das wird automatisch gelobt, oder? Aber trotzdem nicht. Ja, wir gucken gleich. Denke mal so, was können leichte Fälle sein? Eventuell. Ja, ich guck trotzdem. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall. Ist einfach. Ah ja, ihr habt da halt ein mattes Fell. Mattes. Jetzt? Ja, da sehe ich es nicht. Blindes Huhn. Brauche noch mal. Was brauche ich noch mal? Gebürstetes Leder. Echte Felle.
Das sieht gut aus. Ich denke mal, das Borstenschwein hat sowas. Yay, er hat leichtes Fell für mich. Der auch, oder? Aber trotzdem wird es mir hier nicht angezeigt. Gerade ein bisschen verwirrt. Steht in Bearbeitung. So, wir müssen zu Theo Grün. Wo versteckt er sich? Der Theo. Ah, da ist er. Hallo Theo. Was kann ich für euch tun? Arschels Not ist uns hier in Schlucht nicht entgangen. Und was er Ruhe macht, ist zweifelslos gut. Aber das Übel der Schwarzwolz hat sich weiter verbreitet und lauert jetzt in dem Wald, in dem wir das Holz für Arschet sammeln müssen. Wir tun schon, was wir können, aber wie ihr seht, haben wir hier unsere eigenen Probleme. Schade. Ja, wir sehen's. Ihr baut gerade euer Dorf auf. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stellen? Schlucht hat sich für die Sicherung seiner Existenz immer auf dieses Holzfällerlager verlassen. Und nun werden es wohl die Leute von Arschet sein, die sich darauf verlassen, dass wir ihnen das Holz liefern. Das sie brauchen, um ihren Ort wieder aufzubauen. So schnell werden wir nicht arbeitslos sein, das ist sicher. Wir werden einige der Bäume im Nordosten bei den Felsen fällen müssen, aber dort gibt es einen Wolfsbau, der unseren Arbeitern gefährlich werden könnte. Könntet ihr mir den Gefallen tun und euch um diese Wölfe kümmern? Dort Holz zu fällen ist nicht ungefährlich. Ich fürchte, wir könnten ein paar unserer besten Holzfäller verlieren. Folgt dem Verlauf der Felswand. Ihr werdet die Wölfe dann schon sehen. Und falls nicht, sie werden euch auf jeden Fall entdecken. So, ich denke mal, wir werden noch ein paar Aufgaben mehr mitnehmen, damit es nicht so langweilig wird. Hallo, Posko Lochner. Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch... Mein Onkel Philbert und ich saßen beim Tee zusammen und haben uns über die Lage im Breland unterhalten. Darüber, wie wir die Leute aus Arschet, den Schwarzwaldräubern, in den Hintern getreten haben. Plötzlich stand Onkel Philbert auf und sagte, irgendjemand muss diesen Räubern mal die Stirn bieten. Ich werd's ihnen schon zeigen. Dann ist er gegangen und hat noch nicht einmal seinen Tee ausgetrunken. An der Straße im Wald östlich dieses Lagers, hinter den Feuern der Räuber, gibt es einige Ruinen, in denen sich die Schwarzwolzräuber verschanzt haben. Onkel Philbert ist wahrscheinlich dorthin gegangen, um ihnen seine Meinung zu sagen. Allerdings glaube ich nicht, dass er es bis dorthin schaffen wird. Er ist ja nicht mehr der Jüngste. Wenn er allerdings doch ankommt, gerät er wahrscheinlich in Schwierigkeiten. Ich wage es nicht, ihm weiter zu folgen, aber könntet ihr vielleicht nach ihm suchen und sehen, ob es ihm gut geht? Natürlich mache ich das. So, und dann haben wir da noch eine Aufgabe. Alter Baumann. Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen? Habt ihr gehört, dass Arschet den Schwarzwoldräubern Saurus gegeben hat? Wir haben sie aus der Stadt vertrieben. Recht so. Ich sag, was das kleine Arschet kann, kann Schlucht erst recht. Warum werfen wir die Schwarzwoldräuber nicht ein für alle Mal aus dem Chetwald? Ich habe Sallys Kette verloren, als die Räuber mich von meinem Hof vertrieben haben. Sally ist schon lange tot, aber ihre Kette hat mir immer Trost gespendet. Wahrscheinlich hat jetzt einer der Räuber die Kette. Ich will sie zurück. Der Hof liegt weit im Osten. Folgt einfach der Straße an den Lagerfeuern der Räuber vorbei. Wie bitte? Nein, es ist eine Hundekette, keine Halskette. Eine komische Frage. Okay. So, haben wir alle Aufgaben erledigt? Erledigt, sondern angenommen.
Gut aus. Haben wir auf jeden Fall schon mal eine Werkbank. Da könnten wir schon wieder ein bisschen was machen. Das ist schon mal sehr gut. So. Damit geht's in ein neues Abenteuer. Ja, alles da drüben. Also da können wir uns richtig austoben, zwischendurch noch unseren Beruf machen. Und dann werden wir einfach glücklich, denke ich. Aber das machen wir beim nächsten Video. Kurz und knackig war es mal wieder gewesen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, du bist schon gierig nach neuem Input hier auf meinem Kanal. Dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich bin raus. Dankeschön. Bis dann, dein André und tschüss.